Plenum, bereite mich auf die Debatte vor und werde dann gleich meine Rede halten zum Arzneimittelmarkt Neuordnungsgesetz. Das Wort hat die Kollegin Katrin Vogler von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also ich möchte mich zunächst mal bei den Abgeordneten der Regierungskoalition bedanken. Recht herzlich nicht für diese kreative Legendenbildung, die der Kollege Singhammer uns da gerade vorgeführt hat, sondern dafür, dass wir überhaupt heute dieses Thema Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz hier im Plenum beraten. Das hatten Sie nämlich ursprünglich gar nicht vor, sondern erst unserer Intervention als Linke ist das zu verdanken, dass wir uns dafür heute zumindest mal eine Stunde Zeit nehmen. Gut, ich komme ja jetzt zu den Plänen für die Arzneimittelpreise. Erinnern Sie sich noch dran, Herr Minister Rösler, wie Sie im Frühjahr ganz groß angekündigt haben, dass Sie die Pharmaindustrie an die Kandare nehmen wollten? Das haben Sie ja gerade auch wieder versucht, uns zu verkaufen. Davon ist aber leider fast nichts übergeblieben. Und das ist ausgesprochen schade, weil Sie nämlich die Versicherten mit den hohen Kosten und die Kranken mit zweifelhaften Therapien im Regen stehen lassen. Drei Beispiele nur. Erstens erlauben Sie den Unternehmen weiterhin im ersten Jahr den Preis neuer Medikamente ganz allein festzusetzen. Erst dann sollen Sie mit den Kassen über einen angemessenen Preis verhandeln. Das bedeutet doch erst recht Mondpreise im ersten Jahr. Neue Medikamente werden erstmal teurer. Zweitens erlassen Sie den Firmen dann bei Medikamenten für die sogenannten seltenen Erkrankungen die Nutzenbewertung. Genauer gesagt, auch potenziell nutzlose Mittel müssen die Kassen dann bezahlen, wenn diese nicht mehr als 50 Millionen Umsatz im Jahr machen. Sie können das ja selbst nachrechnen. Nur 20 solcher Medikamente auf dem Markt belasten dann die Kassen mit bis zu 1 Milliarde Euro jährlich. Und dann kommen ganz schnell mehr zusammen, als der Herr Singhammer uns gerade an Ersparnissen vorgerechnet hat. Wir alle wissen doch, wie erfinderisch die Pharmaindustrie ist, wenn es um Profitmaximierung geht. Schon jetzt schneidet sie Medikamente immer mehr auf immer kleinere Patientengruppen zu. So wird ein Medikament gegen Darmkrebs, Sie alle kennen den Fall, das auch bei einer bestimmten Form der Altersblindheit wirkt, vom Unternehmen für genau diese Indikation nicht zur Zulassung angemeldet. Stattdessen wird ein ganz ähnlicher Wirkstoff neu patentiert und zum 50-fachen Preis in den Markt gerückt. Drittens erschweren Sie dem gemeinsamen Bundesausschuss auch noch, unwirtschaftliche oder nutzlose Medikamente nachträglich von der Erstattung durch die Kassen auszuschließen. Im Klartext, Sie fördern teure Medikamente mit zweifelhaftem Nutzen auf Kosten der Allgemeinheit. Herr Rösler, in den Zeitungen stand, dass Sie als Tiger gesprungen und als Bettvorleger der Pharmakonzerne gelandet seien. Ich halte das inzwischen für maßlos übertrieben. Sie waren nie ein Tiger. Sie waren bestenfalls ein Miezekätzchen auf Schmusekurs mit der Wirtschaft. Was ich im Kopf vom Box sagen darf, nach dem Hirnsturm sagen. Sehr schön. Ganz klasse gemacht. Das muss man, dass man heute auch wieder merken konnte, dass es ein richtiger Cheat-Job ist, als letzter Redner vor der namentlichen Abstimmung zu kommen. Dem Kollegen,
dem Kollegen Henrich hat auch keiner mehr zugehört. Ja. Alle haben so Bienenschwarm, ja. Gequatscht. Weil so viele Leute reinkommen. Weil dann kommen ja alle rein, ne? Und haben sie schon lange nicht mehr gesehen, müssen miteinander reden. Führen ihre Gespräche. Wie geht's der Frau? Weiter, die sie eigentlich draußen hätten führen sollen. Das ist immer ein bisschen schlecht, aber das passiert uns ja quasi nicht, weil als letzter Redner immer jemand von der Union kam. Ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben. So ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben. Also die Frage ist, also die eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie wir das organisieren sozusagen mit dem inhaltlichen Austausch über deine Reisen. Ja. Weil das ist ja doch insgesamt sehr schwierig, okay. Zeitaufwendig. Als Abgeordnete habe ich die Möglichkeit, dreimal im Jahr Besuchergruppen einzuladen nach Berlin. So eine Besuchergruppe ist jetzt gerade hier und die waren heute Morgen in der Topografie des Terrors und haben sich jetzt den Plenarsaal angeschaut und eine Führung bekommen und wir werden jetzt gleich mit denen zusammensitzen und da habe ich die Gelegenheit, ihnen ein bisschen aus meinem Alltag zu erzählen. Fahrt hatte ich jetzt angeboten, speziell für friedenspolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Dann Heinz kennt ihr schon, Heinz Bauer, mein Wahlkreismitarbeiter bzw. einer meiner Mitarbeiter in meinen inzwischen drei Büros. Anita Scheller ist meine Sekretärin hier im Büro in Berlin. Die sorgt dafür, dass alles funktioniert, organisiert alles, weiß alles. Und was sie nicht weiß, findet sie innerhalb von Minuten raus. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht. Jana Braun und Marek Vogt sind wissenschaftliche Mitarbeiter für meinen Bereich zivile Krisenprävention. Katrin, das muss ich euch nicht sagen, kommt aus der Friedensbewegung. Und wer da einmal herkommt, der vergisst das auch nicht, bis auf ganz wenige, die es vergessen haben, aber dann auch ganz woanders gelandet sind. Du bist jetzt in diesem Ausschuss, ne? Und wie reagieren denn die anderen Ausschussmitglieder? Gibt es da im informellen Bereich auch eventuell mal ein Nicken oder ja eigentlich und... Oder bist du da vollkommen gegen, rennst du da gegen eine Wand? Jein. Also das ist ja das Interessante an diesen Ausschüssen, da sitzen dann die Leute, also zumindest für diesen Unterausschuss könnte ich das sagen, da sitzen dann schon die Leute aus den einzelnen Fraktionen, für die das Thema in irgendeiner Art und Weise ein Herzensanliegen ist. Also denen das wichtig ist, die das voranbringen wollen. Natürlich mit den unterschiedlichen politischen Richtungen und den unterschiedlichen Gewichtungen. Also die Kollegen von der FDP und von der Union legen auch schon Wert darauf, dass es eben auch um vernetzte Sicherheit geht. Und da haben sie eine ganz andere Gewichtung drin als ich. Aber im Grunde genommen geht es schon allen, die da drin sitzen, darum, das Thema zivile Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung insgesamt voranzubringen und da Positionen zu entwickeln und das durchzusetzen. Im Plenum. Wir hatten gerade noch eine Debatte zu einem Antrag unserer Fraktion und zu einem Antrag der vier anderen Fraktionen zur Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit, der seit 2006 von der Hamas in Gefangenschaft gehalten wird. Und unser Fraktionsvorsitzender hat da gesprochen. Und jetzt gehe ich zu einem Empfang der Deutschen AIDS-Hilfe unter dem Titel Politik trifft Prävention. Im Moment geht es mir sehr gut und eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass ich heute hier sitze und diese Kampagne mache. Und der Mensch nicht.
Ja, damit ist mein heutiger politischer Tag beendet. Es war eine sehr spannende Veranstaltung mit vielen netten Leuten, vielen interessanten Gesprächen. Und ich fahre jetzt nach Hause, weil morgen früh um 8 Uhr geht es im Büro weiter.